Nutzt du Foundation? Wie viel genau? Weil ich mag viel davon. Eigentlich könnte ich sogar darin schwimmen. Ach komm schon, du weißt doch, anfangs sieht's immer chaotisch aus. Bis zum Endergebnis. Oh, Lippenstift nicht vergessen. Und jetzt alles verblenden. Wunderschön, stimmt? Nur schade, dass hier Make-up-freie Zone ist. Hier ist dein Schleim. Das ist mein Essen? Ihr bekommt eine schlechte Bewertung. Guten Appetit. Schon viel besser. Hm, ich habe solchen Hunger. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich nehme etwas Marmelade und benutze es als Rouge. Schon viel besser. Aber etwas fehlt noch. Oh, ich hab's. Den Metallstaub der Gitterstäbe benutze ich als Glitzer. Jeder kann etwas Glitzer in seinem Leben vertragen. Die Pflanzenerde wird nützlich sein. Die ist von meiner Augenbrauen. Ich liebe die Farbe dieser Steinwand. Die Farbe eignet sich als Lidschatten. So, endlich wieder geschminkt. Gut, die Luft ist rein. Verhalte dich unauffällig. Niemand ahnt etwas. Ich bin nur am Putzen. Hier gibt's nichts zu sehen. Phew, das ist harte Arbeit. Stimmt etwas nicht? Liegt es am Make-up? Am besten siehst du selbst nach. Was zum? Wer ist dieser Clown im Spiegel? Mann, ist mir das peinlich. Ist das besser? Nicht übel. Aber ich habe genau das Richtige für dich. Was denn? Schau mal hier. Bedien dich. Wow, ist das Make-up? Danke. Wie ist das? Sieh am besten selbst. Wow, ich liebe dieses T-Shirt. Der Knast ist doch nicht so übel. Die Geschichte ist so traurig. Ich könnte digitale Gesellschaft gebrauchen. Niemand ist online. Ich fühle mich einsam. Was mache ich jetzt? Oh, na sieh mal einer an. Wie macht sie das nur mit ihren Haaren? Ich will wie eine Puppe aussehen. Deshalb beginnen wir mit den Augenbrauen. Sie müssen ausgefüllt werden. Dann kommt schimmernder Lidschatten. Trage ihn bis zur Braue auf. Verblende alles, dann schminkst du dir weiß unters Lid. Eigentlich tragen wir es etwas dicker auf. Das nenne ich einen tollen Glow. Mit Braun kreierst du mehr Dynamik. Anschließend verblendest du. Siehst du, wie toll das aussieht? Wir sind aber noch nicht fertig. Fahre mit Eyeliner das Augenlid nach. Eine kleine Linie ziehst du auch am unteren Augenlid. Nun malst du hier ein paar Linien. Die sehen wie Wimpern aus, findest du nicht? Danach sind die Konturen dran. Mit einem Make-up-Schwämmchen verblendest du es. Gib etwas Rouge auf deine Wangen. Tada! Fahre nun deine Lippen nach, aber vorsichtig. Dann verblendest du das mit Rosa. Mua! Verlängere die Mundwinkel mit dieser Linie. Nun siehst du wirklich aus wie eine echte Puppe. Oh, wie süß! Wir sind fertig! Diese lebende Puppe zieht die Blicke auf sich. Oh, hallo da draußen! Sollen wir mit dem Stream beginnen? So werden die Zuschauer mehr Spaß haben. Mehr Kaffee, Liebling? Cheryl? Schläft sie etwa? Vielleicht muss man sie wieder aufziehen. Aufwachen! Oh, danke für deine Hilfe. Jetzt bin ich wieder fit. Sieh nur, wie viele Leute zusehen. Das ist ja mega. Wink ihnen zu. Ich bin so froh, dass wir das machen. Lass uns ein Selfie machen. Lächeln. Das wird voll süß aussehen. Wow. Schau mal da oben. Da ist ein Hubschrauber. Ashley, schau mal. Wow, das ist echt cool. Und windig. Er fliegt darüber. Oh. Deine Haare sind total zerzaust. Im Ernst? Oh, das ist nicht gut. Hey, mir gefällt's. Keine Panik. Ich habe eine Bürste dabei. Oh, danke. Oh,
das könnte eine Weile dauern. Mir ist langweilig. Endlich, meine Haare sitzen wieder. Mindy, wach auf. Hier hast du deine Bürste zurück. Sieht gut aus. Lass uns Limo trinken. Oh nein, er kommt zurück. Wow. Ich muss meine Haare schützen. Bleib locker. Ich habe eine Idee. Ich halte deine Haare in zwei Strähnen hoch. Und du drehst dich. Weiter drehen. Fast geschafft. Jetzt wickle ich sie zu einem Dutt. Und mit diesem Haargummi fixiere ich ihn. Wow, ich wollte schon lange einen neuen Look. Puh, jetzt können wir relaxen. Oh, er kommt zurück. Der macht das doch mit Absicht. Aber meine Frisur sitzt. Mindy, du bist genial. Oh, ich weiß. Lass uns noch ein Selfie machen. Sieht gut aus. Ich habe so viele abstehende Haare. Zum Glück habe ich dieses Gel. Das sollte sie unten halten. Oh, ich bekomme meine Haare einfach nicht hin. Hä? Was macht Naomi da? Darf ich auch mal? Oh, klar. Wie viel von dem Zeug benutzt man denn? Noch ein bisschen mehr. Besser zu viel als zu wenig. Wow, was machst du da? Ernsthaft, ich weiß das echt zu schätzen. Sicher. Ich trage es einfach auf dem Haar auf. Oh yeah, das Zeug ist genial. Jetzt wird sich mein Haar ganz sicher nicht mehr bewegen. Ha, hast du alles leer gemacht? Das ist der Rest? Was mache ich jetzt? Oh, ich weiß. Ich muss was aus meiner Tasche holen. Das ist es. Genau, was ich brauche. Wow, diese Zahnseide ist das Geheimnis. Ich ziehe es über meine Haare. Das Wachs auf der Zahnseide glättet meine Haare. Es funktioniert. Mein Haar sitzt perfekt. Deine Haare sehen toll aus. Danke, ich habe Zahnseide benutzt. Darf ich auch mal? Na gut. Oh, ich hätte es besser wissen müssen. Okay, ich brauche neue Freunde. Dann multipliziert ihr das. Was macht sie da? Hab schon lange mein Handy nicht mehr gecheckt. Die ist von Naomi. Party? Wirklich? Ja. Yep. Kommst du? Klar doch. Touch-ups sind definitiv angebracht. Angefangen beim Lidschatten. Was soll das? Du kennst die Regel, Fräulein. Kein Make-up. Was? Das ist so eine dumme Regel. Oh, das ist ja mies. Hey, ich weiß. Hier, nimm einfach meinen Spezialtaschenrechner. Warum? Vertrau mir einfach. Okay. Wow, das ist genial. Komm her. Was? Niemals. Nutze Schaumstoff, um die Palette zu bedecken. Siehst du die kleinen Teile? Das werden die Tasten. Es fehlt nur noch die Anzeige. Und das war's. Ich werde das Ding gleich mal ausprobieren. Die Farben gefallen mir auch. Hey, was habe ich eben gesagt? Was stimmt denn nicht mit meinem Taschenrechner? Ist das wirklich einer? Okay, meinetwegen. Das hat geklappt. Ein Kuchen und eine Kerze. Das wird ihr bestimmt gefallen. Kaum zu glauben, dass ich das mache. Juhu, ein Geburtstagskuchen. Ich wünsche mir etwas. Happy Birthday, bla bla bla. Hurra. Wow. Es ist der Gedanke, der zählt. Okay, mein Part ist getan. Was man nicht alles tut. Lächerlich. Die Zeiten ändern sich wohl. Okay, mal sehen, was das ist. Scheint sauber zu sein. Irgendwas stimmt aber nicht. Ich sollte besser nachsehen. Mal sehen, was hier drin ist. Oh, ein Teddybär. Der ist aber süß. Das macht mich so wütend. Ist der für mich? Haben Sie mein Geschenk geöffnet?
Wie gemein! Oh, so kuschelweich und süß. Endlich habe ich einen Freund. Was ist das? Die gehört mir nicht. Wow, du hast tolle Wimpern. Moment mal. Ein toller Geburtstag. Oh, das fühlt sich so gut an. Nun das andere Auge. Was für ein Unterschied. Was soll ich malen? Mal sehen. Oh, Miezi, du bist das perfekte Model. Nicht bewegen. Okay, wie findest du das? Ist gut geworden, hä? Deine Augen habe ich besonders gut getroffen. Hallo, Liebes. Ist das für mich? Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist doch aufregend. Was? Das sind ja Katzenohren. Wow. Warte mal kurz. Miezi, wir sind jetzt Zwillinge. Wir sehen so hübsch aus. Ich liebe dich. Ich komme gleich wieder. Alles klar. Oh, ich habe einen Anruf. Oh, hallo. Aha, das klingt gut. Schau mal, Mama. Ich bin eine Katze. Oh, das ist so süß. Oh nein, meine Katzenohren. Sie sind kaputt. Die kann ich nicht mehr aufsetzen. Das ist so enttäuschend. Was mache ich denn jetzt? Oh, sei nicht traurig, Ashley. Ich weiß, was wir machen können. Wir müssen nur mit deinen Haaren kreativ werden. Zuerst flechte ich dir einen kleinen Zopf. Dann mache ich das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt biege ich ihn etwas und stecke ihn dann fest. Das gleiche auf der anderen Seite. Oh, jetzt bist du ein süßes Kätzchen. Ich will sehen. Wow, Mama. Ich bin eine Katze. Miezi, jetzt sehen wir gleich aus. Ich lasse meine Haare so. Ich hasse Putzen. Warum muss alles so staubig sein? Das dauert ewig. Es muss doch einen einfacheren Weg geben, den Boden zu putzen. Puh, meine Haare hängen im Gesicht. Uah! Der Fluch von langen Haaren. Ich kann nicht mal sehen, was ich mache. Ich brauche eine Putzfrau oder einen Saugroboter. Oh oh. Hey, gib die wieder her. Hör auf, meine Haare zu essen. Lass los. Okay, das reicht. Ich muss was unternehmen. Oh, eine Schere. Genau das Richtige. Ihr wolltet es nicht anders. Moment. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Ich könnte stattdessen diese Haargummis verwenden. Scheint mir die bessere Idee. Ich trenne vorne zwei Strähnen ab. Und binde sie unter meinem Kinn zusammen. So. Jetzt brauche ich noch einen Haargummi. Nun nehme ich diese Haarsträhne. Und binde sie auch zusammen. Diesen Haargummi platziere ich etwas unterhalb. Das sieht gut aus. Das gleiche auf der anderen Seite. Ich will einen Gittereffekt erzeugen. Hm, jetzt weiß ich, wie ich mit Bart aussehen würde. Okay, fast fertig. Jetzt binde ich die Haare unten zusammen. Ich muss nur sicher gehen, dass alles fest sitzt. Ich bin echt froh um diesen Einfall, statt meine Haare abzuschneiden. Aber eines muss ich noch tun. Ich lege es einfach auf meinen Hinterkopf. Wow, das ist perfekt. Jetzt sind meine Haare nicht mehr im Weg. Schätze, es ist wieder Zeit zum Putzen. Ja, und er sagte, nein, lass uns einen anderen Film schauen. Aha. Was geht denn da drüben vor sich? Hey, Make-up ist nicht erlaubt. Kannst du denn nicht lesen? Was? Das ist doch nur Lippenstift. Was soll's? Total bescheuert. Warte. Ich weiß. Hey, ich habe hier einen Lippenstift. Das ist auch dein Farbton. Du kannst ihn auftragen und niemand schöpft Verdacht. Wie hast du das gemacht? Zuerst musst du die Spitze deines Regenschirms absägen.
Das könnte ein paar Minuten dauern. Und bevor du den Lippenstift draufsetzt, musst du Heißkleber auftragen. Dann kleb ihn direkt auf die Spitze. Darf ich ihn mal ausprobieren? Sieht aus, als ob du nur einen Regenschirm hältst. Was für ein simpler Trick. Und wieder zurück in den Schatten. Wow, das habe ich nicht erwartet. Hallo? Weg damit. Hallo? Komm herein. Sie sind eine Magierin, richtig? Und weiter? Können Sie mir helfen? Eine Party? Die ist nur für Einhörner. Ich helfe dir. Ich nehme dich nicht aufs Korn. Du bekommst jetzt ein Horn. Cool. Hey, das ist gar nicht echt. Na gut. Ein Hornius Verbandius. Hey, was ist mit meinem Gesicht passiert? Das ist zu viel des Guten. So wählerisch. Hier, nimm das. Was soll daran besonders sein? Ruhig bleiben. Vielleicht ist die Magie von Make-up eher dein Fall, kapiert? Das ist schon viel besser. Zunächst kümmern wir uns um die Texturen. Zumindest auf unserer Stirn. Jupp, wir machen ein Horn, Leute. Das ist fast wie echte Magie. Es sollte festkleben. Nun kümmern wir uns um den restlichen Look. Blaue Augen fände ich schön. Vorsichtig, vorsichtig. Perfekt. Jetzt kommt Pink. Streich mit dem Pinsel unter deiner Braue entlang. Dann füllst du den Rest auf. Beide Partien sollen sich ähneln. Contouring mit Pink macht den Unterschied. Vergiss nicht das Verblenden. Kannst du schon den Endlook erahnen? Vergiss nicht deine Lippen. Blaue Lippen sind perfekt für den Look. Wow, jetzt bin ich eine echte Einhornprinzessin. All die Details machen den Unterschied. Das Glitzer und die Funkelsteine sind toll. Ich muss jetzt los. Wow, dein Make-up ist noch besser als Magie. Gern geschehen. Viel Spaß auf der Party. Bye. Tschüssi. Ah, endlich kann ich mein neues Buch lesen. Was ist mit mir? Oh, was haben wir denn hier? Das sieht lächerlich aus. Soll das etwa modisch sein? Ich könnte auch Model werden. Man muss nur den Schmollmund machen. Oder launisch aussehen. Ich bin die ganze Zeit launisch. Oh, wow! Ihre Frisur gefällt mir. Ich könnte einen neuen Look vertragen. Ich sollte es einfach versuchen. So schwer kann das ja wohl nicht sein, oder? Ich schneide nur ein bisschen was ab. Hä? Los geht's! Ich werde fantastisch aussehen. Stopp! Gib mir die Schere! Mach das nicht! Ich werde mir doch wohl die Haare schneiden dürfen. Okay, es wird Zeit für eine Geschichte. Ich war auch mal so wie du. Mit einem Pony sehe ich bestimmt süß aus. Das ist die beste Idee, die ich je hatte. Das ist so aufregend. Und fertig! Oh, oh! Was habe ich getan? Ah! Ein Jahr hat es gedauert, bis sie wieder nachgewachsen sind. Wirklich? Aber mir gefällt die Frisur. Sieht gut aus. Okay, aber ich helfe dir. Zuerst nehme ich dein Haar zurück und mache dann einen Pferdeschwanz. Schick. Und jetzt kommt der Pferdeschwanz nach vorne. Wow. Jetzt kommt noch das Tuch um deinen Kopf. Und dann den Pony zurechtzupfen. Der steht dir gut. Du bist die Beste. Selfie-Time. Warte mal, die ist es. Die will ich. Emily. Was? Ich habe meinen neuen Look gefunden. Lass uns den ausprobieren. Was? Niemals. Ich freue mich schon riesig auf mein Date. Ich muss nur noch meine Haare machen. Ich mache mir lockere Locken. Die passen gut. Für die kann ich das Glätteisen nehmen. Ich wickle eine Strähne um das Glätteisen rum und ziehe es dann runter. Das klappt jedes Mal. Hi, Emily. What? Kann ich mir das Glätteisen ausleihen? Ich bin noch mit meinen Haaren beschäftigt. Bitte? Na gut, nimm es. Danke, du bist die Beste. Tschüss. Okay, dann mache ich meine Haare eben nicht. Was soll's. Ich
sehe trotzdem gut aus. Emily? Was ist passiert? Werd nicht sauer. Das Glättereisen ist kaputt gegangen, als ich mein Würstchen gegrillt habe. Was? Du wolltest mit meinem Glättereisen deine Wurst grillen? Warum machst du sowas? Und jetzt raus hier! Da überreagiert aber jemand. Hey, leihst du mir deinen Föhn? Nein, den brauche ich nicht für Würstchen oder so. Unglaublich! Was machst du denn da? Es ist nur so traurig. Warte, jetzt ist es besser. Grace, du bekommst meinen Föhn nicht. Okay, dann behalte ihn doch. Manche Leute sind voll egoistisch. Was denkt sie nur? Warte mal, ich kann mir doch noch Locken machen. Ich besprühe meine Haare mit Wasser und drehe sie ein. Jetzt halte ich die Strähne fest und föhne sie. Die Hitze wird die Locken machen. Und wenn ich mein Haar loslasse, habe ich fließende Wellen. Wow, die sehen total gut aus. Gefällt mir. Noch ein Spritzer Parfüm und ich kann los. Ich hoffe, Jack gefällt mein Haar. Oh, gerade noch rechtzeitig. Hehehe. Darauf freue ich mich schon. Dieses Buch ist echt gut. Ich kann es gar nicht weglegen. Ich will unbedingt wissen, was als nächstes passiert. Was steht da? Ich brauche mehr Licht. Ich kann die Buchstaben kaum sehen. Was ist das? Ih, ekelhaft! Wer macht sowas? Ich muss meine Hand waschen. Aha, Tücher. Das sollte helfen. Nein, das gibt's nicht. Ist das Kaugummi? Wo kommt der denn her? Ich muss den wegschmeißen. Das bereue ich sofort. Igitt! Wie ekelhaft. Oh, da kann ich nicht mehr sitzen. Oh, ich lese auf dem Bett. Moment mal. Ist da was in meinem Haar? Oh, Sky! Hey, Mitbewohnerin. Ist das dein Kaugummi? Ich muss los. Hey, komm zurück. Oh, na gut. Schau dir das an. Nun, oh, ich hab eine Idee. Parkour, bin gleich wieder da. Nicht bewegen. Sky? Was zum... Das wird helfen. Haarschaum, was? Du musst noch so viel lernen. Schau zu. Ich massiere den Schaum in dein Haar. Und wie soll das helfen? Und dann schiebe ich den Kaugummi einfach raus. Wow, echte Magie. Echt gut, was? OMG, du bist großartig. Danke. Das passiert mir öfters, als du denkst. Oh, versuch's nicht mal. Du hast nichts gesehen. Wow. Das passt perfekt, ein leerer Pool. Ich muss nur an dem Typen da vorbei. Hey, ich will nur schwimmen gehen. Dann solltest du besser was mit deinem Make-up machen. Verschwinde! Echt jetzt? Und schon platzt mein Traum. Was stimmt denn nicht mit meinem Make-up? Ich kann es doch nicht einfach wegwerfen. Also werde ich es verstecken. Problem gelöst. Auf ein neues. Darf ich jetzt rein? Schätze, ich kann dich jetzt reinlassen. Vielen Dank. Du glaubst wohl, ich sehe das nicht. Kein Make-up. Oh. Okay, jetzt bin ich bereit für den Pool. Ja? Und was ist da drin? Nur das Nötigste. Siehst du? Was zur... Oh, und mein Lieblingspaddel. Brauche ich eine neue Brille? Und ich gehe nirgendwo hin ohne die hier. Okay, dann schätze ich schon. Danke. Endlich. Ich dachte schon, ich komme nie rein. Zum Glück sind Spritzpistolen erlaubt. Jetzt ist auch die Zeit zum Auffrischen. Diese Flecken decken sich schließlich nicht von selbst ab. Viel besser.
Was geht denn da drüben vor sich? Ich sagte kein Make-up. Komm wieder her. Wow. Ich hab nichts gesehen. Noch ein Meisterwerk. Ich bin ein wahrer Künstler. Was geht da vor sich? Oh. Hi. Hä? Ich will Annie besuchen. Okay, hast du Make-up mitgebracht? Ich? Nein, ich bin eine natürliche Schönheit. Ich habe nur diese Palette dabei. Ich liebe Wassermalfarben. Ich weiß nicht. Diese Bilder sind doch etwas langweilig und könnten etwas Farbe vertragen. Ist in Ordnung, geh weiter. Du hast es geschafft? Wie versprochen, das ist für dich. Farbe? Danke. Wart's ab, sieh mal. Gefällt dir etwas davon? Wow, her damit! Vielen, vielen Dank. Diese Zelle könnte etwas mehr Glamour vertragen. Ich tupfe den Pinsel in die Farbe und verwende es als Lidschatten. Wow, das sieht toll aus. Wow, ist dir echt gut gelungen. Ich will das auch. Nur für etwas Kohle als Gegenleistung. Natürlich. Hier. Nicht bewegen. Das wird toll aussehen. Ich will auch. Stellt euch hinten an. Wer kommt jetzt? Okay, du. Nice. Sehr schön. Jetzt mal etwas anderes. Puh, endlich bin ich fertig. Gut, dass ich einen Geldfächer habe. Hast du das gesehen? Ja, ich weiß. Voll krass. Ich liebe diesen Kanal. Oh. Das ist so lustig. Oh, eine Nachricht. Ich habe ein Date. Wir müssen uns fertig machen. Schnell. Beweg dich. Warte. Schau dir das an. Cool. Das würde all unsere Probleme lösen. Wow. Das brauchen wir. Jetzt. Hallo? Wir möchten bestellen. Hä? Das ist ein toller Service. Darüber werde ich mich nicht beschweren. Wir werden fabelhaft für unsere Dates aussehen. Versuchen wir es. Ich stecke dir die Perlen ins Haar. Ich muss sie nur zusammenklemmen. Und dann kommt die Maschine zum Einsatz. Wow, das ist so einfach. Dein Haar sieht fantastisch aus. Wow, das ist so ein tolles Gadget. Wow, danke, Grace. Phew. Okay, jetzt bin ich dran. Okay. Wow, das ging schnell. Ich fühle mich so glamourös. Okay, lass uns umziehen. Bereit? Was? Abgesagt? Ach, Jungs eben. Mädelsabend? Sieht ganz danach aus. Ja, schau dir das mal an. Zahnseide in letzter Minute. Pünktlich auf die Minute. Hallo? Wow, schau ihn dir an. Ich kann nicht glauben, dass er mein Zahnarzt ist. Er ist süß. Wie sehe ich aus? Oh, ich muss meine Haare richten. Aber ich habe keine Bürste dabei. Ich habe eine Idee. Die benutze ich gerade. Was machst du da? Als ob. Ekelhaft. Ich kann damit meine Haare glätten. Es wird schön glatt. Ach du meine Güte. Sie macht genau, was sie soll. Ab, danke, tschüss. Tschüss. Ich bin soweit. Hi. Du bist meine nächste Patientin. Ich Glückspilz. Danke für den Termin. Ich habe etwas Zahnschmerzen. Okay. Wie Sie sehen können, habe ich ein schönes Lächeln. Oh, also jedenfalls. Ich muss mir das genauer ansehen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Wollen wir anfangen? Ja, bitte.
Was ist hier los? Ich bin weg. Das wird etwas wehtun. Sie riechen gut. Okay, ich bin bereit fürs Date. Ich auch. Lass uns tauschen. Komm, wir stecken uns die Blumen ins Haar. Ich flechte meine Haare zu einem Zopf. Und jetzt stecke ich mir ein paar Blumen ins Haar. Das sieht gut aus. Sie verleihen der Frisur mehr Eleganz. Denk aber dran, frische Blumen zu nehmen. Und die Dornen zu entfernen. So, ich bin fertig. Das sieht fantastisch aus. Nein, meine Haare sehen besser aus. Was sagst du? Schreib es in die Kommentare. Komm schon, du weißt, dass ich es bin.